Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Letzter Samstag im Monat? Du bist keine Frage, es ist doch selbstverständlich. Moin. Ja, ist das nicht schön? Habe ich doch neulich gesehen, dass wir unser zweijähriges Jubiläum hatten. Hammer, krass. Oder? Mhm. Wenn wir so weitermachen, können wir irgendwann eine Podcast-Hochzeit feiern. Was ist denn das Erste? Eisern? Ich weiß es, ich bin ja da etwas... Nee, Rose. Rosa. Aber Rose ist eigentlich schon vorbei. Ist Rose nicht nach einem Jahr? Ich weiß es nicht. Aber es passt so ein bisschen zu dem Thema, was wir heute haben. Ich mag es immer, wenn du so Überleitungen findest, ohne zu wissen, dass du eine Überleitung findest. Ja, was? Wer sagt das? Wer sagt das? Das stimmt. Also wir wollen heute über ein Thema sprechen, das Jan noch nicht mal aussprechen kann. Musste es mir 10-mal durchlesen, bis ich dann wirklich, am Anfang habe ich wirklich, bin ich über meine eigene Zunge gestolpert und habe mich, dann habe ich ja dich nochmal gefragt, was heißt das Wort denn? Und dann hast du es so schön gesagt und ich habe mich gefragt, wieso zum Teufel nennt man es dann nicht einfach auch so? Okay, wir haben ja gesagt, wir bleiben bei den Superressourcen, also bei den Dingen, die dich im Leben unterstützen können, die dir Freude geben, die ja, dich in einen guten inneren Zustand bringen, auch in schwierigen Zeiten. Und eine Superressource, die heißt, die ist viel schöner, als sie heißt, die heißt Positivitätsresonanz. Ganz im Ernst. Könnt ihr jetzt nochmal aussprechen, ja? Positivitätsresonanz. Ich kriege das nur langsam hin. Macht es mal schnell, ja? Positivitätsresonanz. Wo ist das Problem? Ach, alles klar. Ich gebe auf. Und du hast recht, es gibt etwas, ein Wort, was viel, viel schöner dafür ist. Und das ist das Wort Mitfreude. Sich mit anderen mitfreuen zu können. Also wenn jemand etwas erreicht hat, zu sagen, hey, das ist so wunderbar, ich freue mich mit dir. Nicht, ich freue mich für dich, das ist ein bisschen übergriffig. Sondern tatsächlich dieses, ich freue mich mit dir. Wann hast du dich denn das letzte Mal für jemanden mitgefreut? Oh, ständig. Ist tatsächlich ständig. Also ich habe einen Kollegen, der ja sehr hart daran arbeitet, wirklich hart, also das, ich meine das jetzt auch wirklich so, seine Ziele zu erreichen. Und jedes Mal, wenn er so einen kleinen Step wieder erreicht hat, dann freue ich mich mit ihm, weil das wieder ein Schritt nach vorne ist. Oder aber ist jemand in Flensburg tatsächlich, der bei uns im Projekt war, und dem es schlecht ging und da haben Menschen, unter anderem auch ich, uns zusammengetan und haben ihn unterstützt von der Insolvenz. Also der hätte sonst Insolvenz anmelden müssen. Und letzte Woche kam die Mitteilung, Spenden gerettet. Ich habe einen neuen Investor, es geht weiter, meine Kunden sind fröhlich, ich bin fröhlich, habe wieder neue Energie und neue Ziele. Und daran siehst du auch, da haben mindestens 6 Leute dran gearbeitet. Und haben ihn unterstützt und haben ihn gerettet. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er gerettet ist und dass es in dieser Welt tatsächlich, in dieser Me, Myself and I-Welt, noch andere gibt, die, wenn jemand um Hilfe bittet, einfach sagen, ich helfe. Mhm. Das fand ich großartig. Also da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, das ist so, Menschen wollen ja helfen und tatsächlich ist bei dem Thema Positivitätsresonanz auch so diese Geste des Helfens, der Freundlichkeit mit dabei. Also so diese Kleinigkeiten, die wir machen können, um andere Menschen zum Strahlen zu bringen. Also was weiß ich, einfach tatsächlich mal jemanden anzustrahlen, eine Blume mitzubringen. Was hast du vorhin zu mir gesagt? Jetzt passt das Wetter auch zu dir, weil in Hamburg gerade die Sonne schien und ich dachte, oh, wie schön ist das denn? Das sind so Dinge, die machen dich glücklich als denjenigen, der es sagt und machen natürlich auch den anderen glücklich. Und dann hast du eben tatsächlich dieses Thema Resonanz. Ne? Man schwingt miteinander mit.
Und ich finde, das ist so alltagstauglich, sich glücklich zu machen, indem du nämlich ehrliche Komplimente von dir gibst. Und anstatt auf den Boden zu schauen oder die Worte eben nicht zu sagen, was ich sehr schade finde, weil dann fehlt dieser Welt etwas, einfach mal ein Lob auszusprechen. Ich weiß, einige Chefs, die hier mithören, dürft ihr auch, ja, also ihr dürft euch das angewöhnen, auch mal Mitarbeiter mehr zu loben. Denn das gibt nicht nur den Mitarbeitern Motivation, sondern euch auch. Und ich weiß, für manche Menschen in gewissen Positionen ist es sehr schwierig, weil ihnen beigebracht worden ist eher das Gegenteil. Ja, dass man dann eine Führungsperson ist, wenn man eben nicht lobt. Ne? Also nicht gemeckert ist Lob genug, kennen wir ja alle in Deutschland. Nee, die Zeiten waren damals schon falsch und sind jetzt noch verkehrter. Also mehr Lob finde ich schön. Und wenn du auf sowas achtest, auf so kleine Komplimente, die du jemandem, egal wem, geben kannst, dann weitest du auch deinen Blick ins Detail in deinem Alltag. Dann fällt dir sowas auf, wie mir jetzt vor 4 Tagen aufgefallen ist im Bus. Da war eine Dame mit Rollator und die musste aussteigen. Und ich habe einfach gesehen, der Bus hat ein bisschen zu weit vom Bordstein gehalten. Und mit dem Rollator war das wirklich schwierig, da rauszukommen. Und dann habe ich geholfen und noch ein anderer Herr. Und wir haben halt den Rollator rausgesetzt und haben die Dame untergehakt und dann sicher auf dem Bordstein platziert, vor dem Rollator. Und es wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich nicht mein Leben so gestalten würde, dass ich immer gucken kann und mir die Menschen angucke und mir überlege, was für ein Kompliment kannst du dem geben? Also jedem Menschen. Mhm. Absolut. Das hat dann wieder was mit Achtsamkeit zu tun. Und das, was du sagst, ne, also wir sammeln ja im Augenblick so die Ressourcen. Wir hatten ja schon den Ehrfurcht und den Stolz und haben gesagt, du kannst dich am Abend eines Tages fragen, worüber hast du heute schon gestaunt? Und du kannst auch die Frage stellen und gleichzeitig die Frage stellen, worauf bist du heute stolz? Auf welches Handeln bist du stolz? Und dann nochmal diese Frage, wem hast du heute eine Freude gemacht? Und da sind wir tatsächlich so bei diesem Thema Achtsamkeit und mal genauer hinzuschauen, was für kleine Dinge kann ich in meinen Alltag integrieren, damit es anderen ein Stück weit besser geht, damit es mir ein bisschen besser geht und dass man auch die Verbundenheit steigert. Weil in dem Moment, und ich glaube tatsächlich, der Dame, der ihr da aus dem Bus rausgeholfen habt, da war plötzlich eine Form von Verbundenheit da, nicht nur zu der Frau, sondern auch zu dem Menschen, der mitgeholfen hat. Ja, wir haben uns angelächelt, also unter der Maske, aber du hast es ja in den Augen gesehen. Mhm. Und das wirklich Schöne dabei ist ja Folgendes. Wenn wir sagen, wenn du abends, da gibt es ja noch viel mehr Tools, dass du dir so aufschreibst, ne, was du alles geschafft hast an dem Tag oder was dich glücklich gemacht hast, so, solche Geschichten. Und diese Geschichte, jemandem anders ein Geschenk zu geben, indem du ein Kompliment, ein Lächeln schenkst oder dich mit ihm freust, ist ja, und jetzt sehr egoistisch gesehen, auch ein Geschenk an dich. Das hast du ja auch geschafft. Das heißt, du erlebst diese Freude ja auch mit. Und dementsprechend finde ich dieses, ich in Anführungsstriche, Tool so mächtig und so schön. Ich bin ja Pragmatiker, denn du gibst und bekommst gleichzeitig. Ja? Und da frage ich mich mal im Leben, oder frage ich mich tatsächlich, wie häufig im Leben ist das so, dass du, wenn du direkt gibst, auch bekommst. Ich rede jetzt nicht vom Brötchen kaufen. Ne? Aber, also finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Und das hat so viel mit Menschlichkeit zu tun und es hat so viel mit Miteinander zu tun. Und du hast mir von einer Teilnehmerin von einem Kurs von dir erzählt. Und dann habe ich dir ja gesagt, es braucht viel mehr Menschen auf diesem Planeten, die genau zu dieser Erkenntnis kommen, die sie genannt hat. Genau, weil tatsächlich zum Thema Positivitätsresonanz gehört natürlich auch die Liebe dazu. Mhm. Die Liebe eine Botschaft hätte, wenn die Liebe sprechen könnte, würde sie sagen, bewahre diese Beziehung,
Wir sind also da tatsächlich auch so in diesem ganz tiefen Thema der Verbundenheit. Und das hat nicht nur was mit romantischer Liebe zu tun, sondern das hat mit ganz viel zu tun, mit freundschaftlicher Liebe, mit der Liebe zum Leben, mit der Liebe zu allem Lebewesen auf dieser Welt. Und das Seminar, was du beschreibst, ist eins, da geht es darum, so sein Lebensmotto zu finden. John Strzelecki nennt es den Zweck der Existenz, also die Antwort auf die Frage, warum bist du hier? Und die Teilnehmerin hat dann für sich am Ende des Prozesses herausgefunden, dass ihr Zweck der Existenz, ihr Lebensmotto heißt, ich vergrößere den Fluss der Liebe in der Welt. Und als sie das gesagt hat, es waren 9 Teilnehmer und ich, also wir waren 10 Menschen im virtuellen Raum, uns standen alle die Tränen in den Augen, weil das so, so groß, so tief, so, so wunderbar war. Ich vergrößere den Fluss der Liebe in der Welt. Und vor allen Dingen hat sie gesagt, den Fluss, also diese Energie, die fließt. Und ganz häufig haben wir ja Probleme, beziehungsweise ist es seelische Probleme oder auch Probleme, Nein zu sagen oder in den Erfolg zu gehen, wenn unsere Energie eben nicht fließt. Das hört sich jetzt esoterisch an, können jetzt einige glauben, ich bin jetzt auf einmal auf die voll esoterische Seite gewechselt und ich sage, nein, das ist ja Unsinn, sondern es ist ja alles Energie. Deine Botschaften, die du im Gehirn mitgibst, die Botschaften, die durch deinen Körper laufen, sind alles Energie, sind elektrische kleine Stöße, die durchlaufen. Und deswegen dürfen wir immer das große Ganze uns angucken. Und ich bin ja ein Freund davon, die Menschen von diesen einzelnen Bäumen wegzuholen, wenn sie im Wald stehen, sondern mal auf das große Ganze zu gucken. Und wenn Energie nun mal nicht fließt, dann leuchtet auch keine Birne. Ich sage nur mal, das ist ein böses Bild für mich gerade eben innerlich. Ja? So, unsere Hörer und Hörerinnen und ich übrigens auch lieben deine Bilder. Ja, ich weiß. Es ist halt die Erkenntnis. Du darfst zu Erkenntnissen kommen in dieser Welt. Und in dieser Welt passiert so viel Schlimmes zurzeit. Und wieso passiert so viel Schlimmes? Ich glaube ganz tief daran, ganz fest daran, dass dies ein Spiegel ist in dieser Welt, der den Zustand von jedem Einzelnen von uns super beschreibt. Mhm. Und denn du erkennst es, ja, in manchen Glaubenssätzen hast du halt die Speiseölhorter, die alles horten, damit bloß kein anderer es bekommt, ja, oder Klopapier oder Nudeln oder Mehl oder was auch immer. Dann hast du die Aggressoren, die auch zu sich selber aggressiv und zu anderen sind. Und du hast diejenigen, die helfen und diejenigen, die Liebe verbreiten. Und ich glaube, das, was gerade alles passiert, die letzten 2 Jahre, ist so ein Zeichen vom Universum an uns, dass wir mal wieder hingucken sollen und sagen, hey, lass uns doch mal wieder zusammen was Gutes tun. Absolut. 2 Gedanken, die ich habe, ne? Wie immer 2, kann ja gar nicht anders sein. Ja. Das eine ist nochmal reflektierend auf das, was du gesagt hast, dass das also sozusagen ja alles, was mit unseren Nervensystemen zu tun hat und dass es fließen muss. Ich war ja tatsächlich jetzt auf einem ganz spannenden Seminar Neuroscience, wo es also um die Neurowissenschaften geht, also wie funktioniert das mit den Gehirnzellen und so weiter und so fort. Das war mega spannend, weil eben auch da nochmal so klar geworden ist, dass Körper, Geist und Seele nicht nur ein Wechselspiel miteinander haben, sondern dass es tatsächlich, dass die total verbunden sind. Mhm. Dass also sozusagen Körper und Emotionen im Prinzip eins sind. Also das, was du sagst oder was ich jetzt auch gesagt habe, als sie ihren ZDE da sagte und uns allen die Tränen in den Augen standen, hat ja unser Körper körperlich reagiert. Da passierte ja was. Ne? Und das eben zu sehen, dass wir das, was wir nach außen geben, über das, was über unser mentales System kommt oder die Emotionen, die wir fühlen, dass das auch immer etwas mit unserem Körper zu tun hat. Dein Körper ist ja der Spiegel deiner Gedanken. Mhm. Also auch das, jemand, der nicht gelernt hat, seine körperlichen Reaktionen abzugleichen zu seinen Gedanken und Glaubenssätzen. Ja, wie gesagt, da ist ganz häufig in vielen Fällen das Licht aus. Und das ist überhaupt nichts Spirituelles oder Esoterisches zu tun, das wussten unsere Vorfahren auch schon.
Wir haben das nur mittlerweile irgendwie alle verlernt, weil wir in dieser Wohlstandsverwahrlosung, in der wir leben, ja, jeder Telefon, Kühlschrank voll, du gehst davon aus, dass deine Heizung warm ist. Das zeigt uns ja gerade eben die jetzige Situation, dass das gar nicht so normal ist und wir haben uns alle so dran gewöhnt. Oder auch die Frage, hey Leute, das erste Jahr Pandemie, was hat euch am meisten gefehlt und was ist jetzt schon wieder normal für euch? Also ja, auch sich mal wieder zu fragen, das eben nicht für selbstverständlich zu halten, dass du dich mit Menschen treffen kannst, dass du tolle Gespräche führst. Oder wie viel von euch haben sich damals nach tiefen Gesprächen gesehnt und sind jetzt wieder dabei und machen so einen Blups und bla und verbrauchen guten Sauerstoff, um wirklich oberflächliche Gespräche zu führen? Ja? Also wie schnell sind wir wieder in unsere alten Verhaltensweisen reingekommen? So dementsprechend, es ist etwas Besonderes und das hat auch etwas damit zu tun mit Freuen, denn ich freue mich jeden Morgen, dass ich aufstehe und lebe. Das klingt so banal. Ja? Und das klingt vielleicht nicht so groß und das ist für uns alle so total normal, dass wir morgens aufwachen. Aber nochmal, das ist es gar nicht. Das ist nämlich ein Impuls in deinem Gehirn, der dich zum Aufwachen bringt. Und wenn der unterbrochen ist, also nicht fließt, dann wachst du halt nicht mehr auf. Das ist wissenschaftliche Erkenntnisse untersucht worden. Ja? Also dein Leben hängt an einem seidenen Faden oder an einem elektrischen Impuls. Jeden Morgen. Ja, das ist wahr, das stimmt. Der zweite Gedanke, den ich gerne noch aufgreifen wollte, zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne, so dieses, und gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es so notwendig, dass wir gut miteinander umgehen. Mitfreude gibt es auch im Buddhismus. Das sind so alte buddhistische Texte, die sprechen von Mudita. Und Mudita bedeutet auf Sanskrit eben auch Freude oder Glück. Und man sagt, Mudita beruhigt den Geist und schenkt Frieden. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, na ja, so Mitfreude jetzt gerade hier in diesen schwierigen Zeiten, das fällt mir mega schwer, weil ich gerade so tief in meinem Leid bin. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen absurd oder verrückt klingt, gerade dann, wenn man selber in einer schwierigen Situation steckt, dann kann man auch anderen tatsächlich gute Gedanken schenken und sich mit anderen mitfreuen und einfach sehen, dass es anderen gut geht, weil das bringt deinen eigenen Blick weg von deinem eigenen Mangel hin zur Freude und Fülle und Erfüllung der anderen. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja im Prinzip wieder in das, auf die tiefe Seite, also auf die gute Seite kommen im Sinne von weg vom Mangel wieder hin in die Fülle. Und das können wir tatsächlich, wenn wir uns auch mit anderen verbinden und in dem Moment einfach mal so ein Stück weit hinten anstellen, dass es uns vielleicht nicht so super geht. Und gleichzeitig zu sehen, hey, da ist es jemand, mit dem ich mich mitfreuen kann. Ja, du kannst es gleichzeitig machen. Ich glaube, du brauchst gar nicht mal hinten anstellen, dass es dir schlecht geht, sondern wir reden ja auch mal über Akzeptanz. Also in dem Moment, wo du akzeptiert hast, dass dein Leben gerade eben wirklich nicht gut ist, ist das ja nicht zwangsläufig so, dass du alle Leute um dich herum mit in diesen Sumpf ziehen musst. Ja, sondern dann kannst du auch mal einen Scherz machen oder du kannst jemanden loben oder du kannst jemandem ein Geschenk geben. Denn das hat ja mit deinem Seelenheil erst einmal gar nichts zu tun und auf der anderen Seite mit allem was zu tun. Und du hilfst dir damit, tatsächlich auch diese Situation durchzustehen. Absolut. Mudita bedeutet auch, dass wir wahrnehmen, dass es jetzt ein bisschen mehr Glück auf dieser Welt gibt, ganz egal, ob das Glück uns gehört oder anderen. Und das ist so dieses Schöne. Und da sind wir tatsächlich auch mal wieder bei dem ZTE meiner Teilnehmerin. Ich vergrößere den Fluss der Liebe in der Welt, weil das natürlich auch bedeutet, ne, so das Glück wahrnehmen, weil das hat ja, ist, hat ja alles was miteinander zu tun. Und es ist halt etwas, was viele wieder lernen dürfen. Das habe ich auch lernen dürfen. Das ist die Wahrnehmung. Ich habe mich gerade daran erinnert, wann wir uns zum Beispiel mitfreuen. Das ist zum Beispiel, wenn jemand uns eine Geschichte erzählt. Und anstatt, dass wir dann darauf gucken, was kann alles schiefgehen, was
hat er falsch gemacht in der Geschichte, um sein Glück zu steigern, so ein Unsinn, sondern sich einfach mal mitfreuen und eben nicht immer dieses Negative sehen. Und ich weiß, dass das in Deutschland eine Herausforderung ist, denn wir leben in einer Neidgesellschaft. Und eine Neidgesellschaft schließt Mitfreuen aus. So, und wenn, und es gibt ja auch immer ganz viele Menschen, die sagen, na, ich kann an dieser Welt nichts verändern, ich bin ja nur eine Person. Hey, wenn du aus Neid zur Mitfreude kommst, dann hast du diese Welt schon verändert, und zwar massiv, massiv. Und alleine, wenn du diesen Schritt gegangen bist, wirst du sehen, dass dein Leben viel bunter wird. Nur da, nur damit. Was du jetzt so gerade gesagt hast, ne, wenn wir die Geschichten der anderen hören und dann immer sofort im Kopf haben, was man da hätte vielleicht anders machen können oder besser machen können oder wie wir da rangegangen wären. Wir machen ja so schnell so Dinge so kaputt. Und tatsächlich gibt es da auch, ich bin heute irgendwie, das liegt wahrscheinlich an dem Seminar, was ich gestern gegeben habe, immer noch so ein bisschen bei John Strelecki, der ja diesen wunderbaren Kunstbegriff Talimpopo geprägt hat. Klingt immer so ein bisschen, das ist wahrscheinlich auch was, was für dich schwer auszubrechen ist. Talimpopo, nein, das hat was mit Popo zu tun, das kriege ich hin. Genau, und hat damit gar nichts zu tun, ist ein Kunstwort und bedeutet letztendlich nichts anderes als ein Mensch hat ein Thema, etwas, was er voranbringen möchte, vielleicht einen Herzenswunsch, einen Traum, eine Idee, ein Projekt, was auch immer, und versammelt Menschen um sich, die mit ihm positiv darüber fachsimpeln, im Sinne von brainstormen, im Sinne von Impulse geben, aber eben nicht mit dem, das klappt sowieso nicht, hast du schon mal daran gedacht, dass das schief gehen könnte oder das oder das oder das, sondern einfach sich auch damit hineinzubegeben, positiv darüber nachzudenken, was könnte dich vielleicht unterstützen, das Ganze voranzutreiben, also sozusagen wirklich so dieses Sie, was da ist oder was da sein könnte und nicht Sie, was fehlt oder was sowieso nicht funktioniert. Und wir machen das tatsächlich immer mal im Seminar auch, dass ein Teilnehmer dann halt mit einem Herzenswunsch kommt und wir da sozusagen Energie reingeben. Das Schöne an der Sache ist, dass jeder von uns, der in diesem Talimpopo gewesen ist, als Ideengeber, selber bereichert mit rausgeht, weil du nimmst auch immer was für dich mit. Und das ist ja sozusagen auch wieder dieses Thema Resonanz. Und das ist eine Übungssache, das habe ich festgestellt, weil ich mit Unternehmern ab und zu die Walt Disney-Strategie mache. In der Form, dass man sagt, also du gehst in einen Traumraum, da träumen wir davon, was er alles mit seinem Unternehmen machen kann. Dann hast du einen Realistenraum, wo du sagst, was ist technisch möglich, was nicht. Und dann hast du nochmal so einen Kritikerraum. Und der ist total wichtig übrigens. Also Kritik und zu sagen, das geht nicht, weil und sowas ist wichtig. Nur, wenn du gerade zugehört und wahrgenommen hast, habe ich diesen Raum an dritter Stelle genannt und nicht an erster. Und das machen halt die meisten. Ja? Die gehen immer erst in den Kritikerraum und dann in den Traumraum. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber es scheint im Geiste bei vielen Deutschen möglich zu sein. Und wenn wir dann in diesem Traumraum sind, dann fällt das erstmal allen total schwer, nur positive Sachen zu äußern. Und wenn sie aber dann in den Flow, in den Fluss kommen, dann leuchten ganz viele Birnen auf, ja, weil dann der Strom fließt. Und dann, es ist manchmal total schwierig, so einen Raum dann wieder zu schließen, zu sagen, jetzt werden wir mal wieder realistisch, weil die Leute es so genießen, da drin zu sein. Und das ist Wahrnehmung. Das hat etwas damit zu tun, auch rauszukommen, zu sagen, ich beobachte mich mal selbst und welche Emotionen halten mich denn davon ab, dahin zu gehen? Welche Emotionen, die plötzlich da sind, veranlassen mich dann halt sowas total Blödes zu sagen. Das geht nicht, weil, oder da hättest du das machen müssen. Das ist genau das Gleiche, wenn jemand sagt, ich habe Kopfschmerzen. Wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen, irgendwo bei Leuten, die mich noch nicht so gut kennen, dann höre ich auf jeden Fall diese ganzen Tipps. Ja, darfst du keine Aspirin nehmen, weil da musst du das nehmen. Und ich denke mir, Alter, ich habe nur gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe nicht drum gebeten. Ich habe nicht gesagt, Hilfe. Habe auch nicht gefragt, bist du Arzt? Sondern die wollen dann sofort aus einer Emotion raus, dieser Hilfe-Emotion. Und das ist übrigens
auch ein schwieriges Thema, glaube ich, dass diese Hilfsbereitschaft, weil wir sagen ja mitfreuen und mithelfen immer nur dann, wenn es erwünscht ist. Mhm. Ja? Denn wir haben der Dame gefragt, dürfen wir Ihnen helfen? Die hätte auch sagen können, nein, ich bin 98 Jahre und rüstig, ich komme hier alleine raus. Ja? Mhm. So, also, und das ist halt immer das, diese Fragen und Goodwill-Dinger von den Menschen, die kommen immer aus so Emotionen raus. Mhm. Weil es eine Überforderung ist. Es ja. manchmal auch auszuhalten. Du, ehrlich, mir geht das ja heute immer noch so. Ich bin ja so ein verdammt lösungsorientierter Mensch. Und ich, also manchmal ist es immer noch so, dass, also wenn jemand ein Thema hat, dass ich schon, also da auch mega empathisch sein kann im Sinne von, ich sehe dein, ich nenne es jetzt mal Leid, ist ja nicht immer Leid, aber ich sehe, was dich da bewegt und bin in Gedanken sofort mit, und wie kann ich da jetzt helfen? Mhm. Und manchmal muss ich mich da wirklich bremsen, weil das, was du sagst, das ist gar nicht immer gebraucht in dem Moment. Manchmal ist es wirklich einfach, ich halte den Raum. Und das ist so mega wichtig. Und ja, das ist manchmal schwierig auszuhalten. So, ich glaube sogar, dass das ganz häufig schwierig auszuhalten ist. Ich halte das auch nur schwierig und bedingt aus. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich schlechte Nachrichten überbringe oder wenn mir irgendwas wirklich, wirklich Doofes passiert, den Menschen sehr schnell zu sagen, du, ich möchte dich nur informieren. Ich möchte kein Tipp von dir. Du brauchst nichts Kluges sagen. Ja? Denn das will ich dann in dem Moment auch nicht, weil wenn du wirklich doofe Nachrichten überbringst, dann überforderst du ja natürlich auch den Menschen gegenüber, denn der rechnet ja nicht damit. So. Und dann, wenn ich Hilfe brauche, sage ich, ich brauche Hilfe. Ich möchte von dir eine Meinung, ich möchte von dir eine Emotion, ich möchte es von dir. Und das gibt mir übrigens die Lage, dass aktiv zu machen. Das heißt, ich reagiere in schlechten Situationen nicht. Und das Wichtige ist, ich bleibe aktiv. Ich fordere etwas ein. Und in dem Moment bin ich nicht mehr gefesselt in der Situation. Und wenn wir das wieder auf diese Positivitätsresonanz rausziehen, ist das einfach etwas mit Freuen, ist ein aktives Tun, ohne Grenzen zu überschreiten. Sondern du kannst dich ja auch mit jemandem freuen, ohne dass er es merkt. Also als mir derjenige gesagt hat, dass er gerettet wurde, also dass er, als er das, aus dieser Insolvenz verhindert hat, und er hat mir das in der Mitteilung gemacht, also nein, nicht, wir haben telefoniert. Dann haben wir, ich habe natürlich gesagt, ja, wie geil, und habe ihn unterstützt, habe mich gefreut und habe aber danach hier nochmal richtig coole Mucke aufgelegt und habe so ein bisschen durch meine Wohnung getanzt, wo ich gesagt habe, yes, Leben ist schon geil, ja, das Universum rettet doch Menschen, die Hilfe brauchen, und habe einfach weiter gefreut und auch selber für mich Glück empfunden. Mhm. Mhm. Ja. Und jetzt überleg mal, das würden jetzt alle machen. Dann würdest du überall gute Musik hören, und wenn du in die Fenster schaust, wirst du überall tanzende Menschen sehen. Wäre ja auch cool, ne? Ja, und es könnte tatsächlich ein Stück weit so einfach sein, ne? Wenn wir sowas zulassen würden und wenn wir achtsam sind und wenn wir so ein Stück weit von uns selbst weggehen und einfach wirklich vielleicht noch mehr Gefühl auch für die anderen entwickeln. Weil ich weiß, also genau das, was du sagst, ne? Gestern sind da 9 Menschen aus diesem Seminar rausgegangen, die für sich was Großartiges erkannt haben, nämlich um was geht es ihnen im Leben, zusammengefasst auf einen Satz. Und ich bin da gestern raus, und ich werde ja nach den Seminaren immer gefragt, du musst doch jetzt total erschöpft sein. Und ich sage immer nein, weil ich die Energie, die ihr mir schenkt, das ist so wunderbar. Und ich bin dann also gestern zu einem Freund gefahren, der hat für mich gekocht, und es war so, und der hat sich gefreut, dass es mir gut ging und er mich verwöhnen konnte. Und es war so einfach, es war einfach nur schön. Ja, weißt du, wenn du ein Seminar gibst und du bist hinterher müde, dann hast du das falsche Seminar gegeben. Ein Tipp an alle Trainer, die hier draußen rumlaufen. Ja? Also wenn ihr abends platt seid nach so einem Seminar, und zwar negativ platt,
dann ist das das total Verkehrte, was ihr da macht. Denn darum, das soll es ja nicht sein. Arbeit soll Freude bringen. Also du sollst ja hinterher aus deiner Arbeit rausgehen. Ich weiß, es gibt auch mal andere Tage, aber Ausnahmen bestätigen nun mal die Regel. Da soll es dir Spaß machen bei dem, was du tust. Und wenn die Ausnahme ist, dass es dir Spaß macht, was du tust, dann lebst du nach einer total verkehrten Regel in meiner Welt. Ja, in meiner auch. Aber ich habe nach wie vor auch Klienten, die, wenn man sie fragt, also wie viel Prozent dessen, was sie tun, macht ihnen Spaß? Und du bekommst dann zur Antwort 30%. Und ich dann sage, ist vielleicht ein bisschen wenig. Und derjenige dann sagt, naja, aber ich muss es ja trotzdem machen. Dann ist es auch eine Entscheidung. Ja, ist eine Entscheidung. Ich sage, grundsätzlich dazu nehmen musst du nicht. Allerdings, wenn du dich dafür entscheidest, dann allerdings, wo wir nochmal umgekehrt, dann erwarte auch kein Mitgefühl. Mhm. Ja, denn dann hast du eine Entscheidung getroffen. Das ist wahr. Aber Mitgefühl kann man auch haben. Nochmal eine Runde drehen. Denn Mitgefühl bedeutet ja nicht immer ins Negative gehen, sondern wenn jemand glücklich ist, dann darf der auch mein Mitgefühl bekommen. Weil dann partizipiere ich auch. Der Freund, der dich verwöhnen und kochen durfte und solche Geschichten, der hat mit dir gefühlt und dem ging es besser. Ja, uns ging es beiden gut und das war ja sozusagen Ziel und Zweck dieser Geschichte, genau. Ja. Das ist also im Prinzip ja das, ne? Also da sind wir wieder bei der Positivitätsresonanz. Ne? Wir schwingen im Prinzip mit, es geht uns beiden gut und ja. Das ist, glaube ich, so, das könnte heute auch so ein guter Abbinder sein, ne? So dieses spür mal in dich hinein, lieber Hörer, liebe Hörerin, ne? Mit wem hast du dich mitgefreut? Wie geht es dir dabei? Was erlebst du? Was fühlst du? Was spürst du, wenn du da vielleicht nochmal auch so in diese Erinnerung reingehst? Und wenn das ein gutes Gefühl ist, dann stell dir doch einfach mal die Frage, kannst du das nicht vielleicht viel häufiger machen? Und ergänze zu den Fragen, die du schon von uns bekommen hast, noch am Abend die Frage, wem hast du heute eine Freude gemacht? Weil dann gehst du ein Stück weit achtsamer durch den Tag und ja, versprühst Freude, Liebe, Mitgefühl, Mudita, Positivitätsresonanz. Und du stärkst deine Resilienz. Ja. Ja. Ja, ich würde sonst sagen, macht euch alle gleich gute Musik an und geht in Resonanz damit. Das ist nämlich auch Mitschwingen. Ja, da merkt ihr auch, wie schnell und wie schön das ist. Und ja, aus Hamburg sage ich, habt einen schönen Tag. Und aus Leipzig sage ich, schließt euch doch einfach alle an und vergrößert den Fluss der Liebe in der Welt. Ja. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.